Eine neue Woche und niemand ist in der Gamers Global Redaktion. Kein Witz. Das war kein Witz. Kein Witz, kein Anfangsgag. Willkommen zum Not-Momoka von Gamers Global. Aber eigentlich ist er genau das, was ich mir schon immer erträumt habe. Endlich kann ich reden und niemand unterbricht mich oder noch weniger als sonst. Nein, es ist wirklich so, der Dennis, ich glaube, das darf man verraten, weil er selbst schon das verraten hat, weilt gerade in Kroatien im Urlaub. Schöne Grüße dorthin. Und Christoph ist zwar da und wird hoffentlich den Podcast auch noch schneiden nachher. Christoph war jetzt auch gestern am Sonntag in der Redaktion, aber er fliegt nachher zu einem Termin. Und darum sind wir zeitlich etwas knapp und darum mache ich heute einen Not-Podcast alleine. Mit den üblichen Themen, die natürlich weniger lange dauern werden, weil ich bin ja derjenige, der sich immer kurz fasst in der Redaktion, das wisst ihr ja alle. Ich werde euch verraten, was ich gespielt habe, einige aktuelle Anlässe nutzen, um auf aktuelle Themen aktuell hinzuweisen. Und ich sage euch natürlich, was ungefähr in dieser Woche passiert. Und das ist trotz der Notbesetzung gar nicht mal so wenig. Also ihr hört heute den Momoka. Ihr werdet in wenigen Tagen zu Spider-Man sowohl den Test bekommen, als auch eine Stunde der Kritiker. Nicht mit mir übrigens, seid gespannt. Und es wird am Mittwoch den Test zu Two Point Hospital geben vom Rüdiger Steidle. Und das ist ja von ehemaligen Bullfrog-Menschen gemacht, die an Theme Hospital schon gearbeitet haben. Insoweit darf man wirklich gespannt sein, ob das damalige, doch sehr schöne, ja, was war's denn, Humormanagement, Schrägstrich, ja, ein bisschen Aufbauspiel, ob das als Konzept heute noch trägt. Und Rüdiger hat da sicherlich eine Meinung dazu. Und dann wird es auch noch geben vom Benjamin einen Test. Immortal Unchained. Also übrigens, Spider-Man wird auch von Benjamin getestet, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und Immortal, das ist so ein Souls-like, der durchaus durchwachsene Previews bekommen hat, so in der internationalen Spielepresse. Ich bin mal sehr gespannt, was der große Dark Souls und sonstige Souls und Search-Experte Benjamin dazu sagen wird. Und Dark Souls wird auch noch ein weiteres Thema werden in diesem kurzen Note-Podcast. Und ich sollte vielleicht mehr als einen Kaffee trinken, bevor ich mich allein ins Mikro stelle. Es ist so ungewohnt. Naja, ich will aber erstmal anfangen damit, was ich so gespielt habe. Und das war jetzt nicht wahnsinnig viel, aber doch ein bisschen. Ich habe endlich mal Zeit gefunden in ein Spiel, das der Hagen für uns kürzlich getestet hat, reinzuschauen, in Phantom Doctrine. Das ist ja so ein kalter Kriegsszenario mit XCOM-Kampfsystem, zumindest sieht es erst so aus. Man merkt dann, dass es doch sich ganz anders spielt und viel auf so Räume stürmen und aber auch fliehen und gar nicht so viel kämpfen und so weiter setzt. Und außenrum ist quasi so eine Agentenstory und man muss so auf einer Weltkarte sich die Einsätze zurechtlegen, kann Spezialmissionen auch starten und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es nur ewig lang gespielt, so etwa 2, 2,5 Stunden. Ich bin noch nicht total geflasht. Also hätte der Hagen dem keine 8-0 gegeben, würde ich es vielleicht sogar jetzt hinlegen und vergessen. Aber ich halte viel vom Hagen und seiner Meinung und will ihm noch ein bisschen Zeit geben. Aber irgendwas, ich kann es noch nicht genau beziffern, hält mich davon ab, das zumindest jetzt am Anfang richtig toll zu finden. Ah, ob es das Tutorial ist, wo man gleich mal arme westdeutsche Zollbeamte über den Haufen schießt, die eigentlich nichts getan. Ich weiß nicht. Und irgendwie ist auch noch nicht so ganz dieses, ich steuere da meine eigenen Helden reingekickt. Vielleicht, das kommt aber bestimmt. Also es ähnelt ja an der
Beziehung XCOM schon auch sehr. Aber ja, ich war überrascht, dass es mich nicht so spontan angemacht hat. Dann habe ich ja im Worauf freuen wir uns erzählt, dass ich mir so eine Vietnam-Doku-Serie angeschaut habe. Also die ersten zwei Folgen waren das und ich habe Binge-Watching gelobt. Das habe ich auch gemacht. Ich bin mittlerweile bei Folge 6. Und also von dem Ken Burns, eine ganz tolle Doku, finde ich. Und das wiederum hat mir jetzt am Wochenende die Idee gegeben, dass ich endlich mal etwas tue, was ich schon lange tun wollte, aber immer davon zurückgeschreckt bin. Ich habe dieses Afghanistan 11, glaube ich, war der Titel, oder 2011, gespielt von Slytherin, vertrieben. Ein ganz ungewöhnliches Spiel. Ich habe es, glaube ich, als Geheimtipp bei Jörgs Spielemonat vorgestellt, vor vielen Monaten. Und die Kurzzusammenfassung von diesem Spielprinzip ist, dass man die überlegene Militärmacht hat, also wie halt die Amerikaner im Irakkrieg, und gegen Aufständische kämpft, in dem Fall die Taliban, die aber fast nie auch nur zu sehen sind, also die man nie sieht, in deren Minen man reinfährt, die kurz Überfälle machen, dann wieder weglaufen. Und der Vorgänger dieses Spiels ist eben Vietnam 65. Im Jahr 1965 haben die USA quasi ihr Engagement im Vietnam-Bürgerkrieg, der ja damals eigentlich noch war, stark erhöht und waren dann von da an praktisch Kriegspartei. So kommt der Name zustande, schätze ich mal. Und ja, die waren auch vorher schon involviert. Ah, will nicht diese fantastische Doku, die jeweils so 1,5 bis 2 Stunden pro Folge dauert und 10 Folgen hat, will ich jetzt nicht im Podcast rekapitulieren. Aber das Vietnam 65 ist doch anders. Und warum ich mir überlegt habe, so lange es zu kaufen ist, es kostet halt im App Store 10,99. Und das war es mir irgendwie. Ach. Und es ist aber ganz anders, insoweit, als es nicht wie das Afghanistan 2011 diverse Szenarien hat, sondern es hat immer nur dasselbe Szenario mit einer zufällig ausgewürfelten Karte und man kann es sich halt schwieriger oder leichter machen durch diverse Parameter. Und es geht halt immer darum, nach 45 Runden oder was immer man einstellt als Custom Battle, quasi einen, ja, politischen Rufsieg davon zu tragen. Und der liegt halt daran, wie die einheimische Bevölkerung zu den USA stehen. Und man hat, glaube ich, 9 Kampfeinheiten gibt es, 2 Helikoptertypen, 2 Infanterietypen, eine Artillerie, ein APC, ein Kampfhubschrauber und so weiter. Man kann auch südvietnamesische Truppen rekrutieren mit den Green Berets, also mit der Spezialeinheit, die man hat. Und es geht im Prinzip darum, dass man sich auf einer, wie gesagt, erwürfelten Karte der immer heftigeren Vietcong-Angriffe, also Vietcong waren die südvietnamesischen Rebellen, kommunistischen Rebellen, erwehrt. Und vom Westen, aus Kambodscha sozusagen, kommen die nordvietnamesischen regulären Truppen im Spielverlauf immer stärker. Die haben dann Raketenwerfer, mit denen sie die eigenen Panzer oder die eigenen Helikopter vom Himmel holen können. Und die haben sogar so gepanzerte Fahrzeuge. Und es ist wirklich so ein Search and Destroy. Also man weiß nie, wo die sind. Freut sich immer, wenn mal einer aufgedeckt wird. Und dann haut man da mit Luftschlägen, mit seinen Helikoptern oder auch mal mit dem Panzer rein oder der Infanterie. Und das Spiel hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ich habe mehrere Partien gestartet, bis ich es wieder kapiert hatte oder die Eigenheiten kapiert hatte. Und habe dann eine Veteranenpartie komplett durchgespielt, habe sie auch gewonnen. Ist aber eben auch ein bisschen glücksabhängig, wie die Karte ist und so weiter. Und man muss quasi politische Punkte ausgeben, die man, und zwar für alles, also jede Bewegung, wo man Hex fällt, jede Einheit kostet einen politischen Punkt und Einheiten nachrüsten kostet Punkte oder Straßen bauen oder Dschungel roden, weil das alles macht man auch. Dann kann man neben dem Hauptquartier, das man von Anfang an hat, kann man eine Firebase mit der Ingenieureinheit bauen. Das ist dann quasi fast eine vollwertige Basis.
die zum Beispiel die Truppen, die dort sind, auch mit Nahrung oder Treibstoff versorgt, wo man auch Treibstoff laden kann, um damit im Feld stehende Truppen oder Panzer zu versorgen. Und der einzige Unterschied zum richtigen Hauptquartier, das immer im Osten der Karte liegt, ist, dass man dort keine neuen Truppen rekrutieren kann und dass man verwundete Truppen dort nicht heilen kann. Also dazu muss man weiterhin zum Hauptquartier zurück. Und dann gibt es noch einen weiteren Basistyp, das ist so eine Forward Base. Das ist dann wirklich nur so eine Art ja, Feuerstellung, wo man eben Einheiten reinsetzen kann, wo man Artillerie hinfliegen kann, die dann von dort aus schießt und wo die Einheiten zumindest keinen Nachschub verbrauchen, aber sich auch nicht wieder regenerieren. Und das ganze Spiel dreht sich sehr um Nachschub, um Minen aufdecken. Also es ist eine sehr indirekte Sache, aber hat mir großen Spaß gemacht, war siegreich, wird sicherlich irgendwann mal wieder eine Partie spielen. Und dann habe ich auch noch ein drittes Strategiespiel gespielt, und zwar Aggressors Ancient Rome. Das ist ein, ja, ein 4X-Spiel, das in der mediterranen Welt spielt. Und wo man nicht nur Rom spielen kann, sondern diverse Fraktionen, die Parther, die Karthager, die Gallier, was weiß ich, also sehr viele verschiedene Fraktionen. Ich habe es natürlich mit Rom versucht. Und das ist ein sehr komplexes Ding, wo wirklich sehr viel wichtiges Nachschub für die Armeen, der Entwicklungsstand, der Moralstand. Man kann, weil es ein 4X-Spiel ist, man kann neue Siedlungen gründen, man kann Straßen bauen. Und ich habe das jetzt zwar auch schon so 3, 4 Stunden gespielt, aber ich blicke noch nicht wirklich durch. Es sieht hässlich aus, aber ich glaube, da steckt was drin. Und das verpasst natürlich genau mein Beuteschema, 4X, Antike, Rom. Und da werde ich bestimmt noch einige Stunden reinstecken, werde es aber nicht testen. Das kostet zu viel Zeit. Aber ich bin relativ sicher, dass ihr da in einem Jörg-Spiele-Monat drüber lesen werdet. Ja, ach so, was ich auch noch geguckt habe, ist Disenchantment, diese wirklich lustige zehnteilige Serie über Dreamland mit einem komischen König, einer ja, Überbiss-Prinzessin, die ganze Zeit säuft, einer versteinerten Mutter Dagmar und einer ja, tintenfischartigen aktuellen Königin. Also wirklich lustig, sehr viele Gags drin, so Fantasy und auch Seriengags, Selbstreferenzen und so weiter. Kann ich nur empfehlen, hört allerdings so ein bisschen sehr Cliffhanger-mäßig auf, aber es soll ja eine zweite Staffel sicherlich geben. Aber ich hatte da viel Freude, ich habe das mit einer meiner Töchter angeschaut. Also keine Schenkelklopfer am Stück, aber schon wirklich sehr lustig. Kann ich empfehlen. Auf Netflix habe ich es geschaut. Ja, irgendwie, ich monologisiere gerne, aber sehr viel lieber, wenn andere Leute mit mir am Mikro stehen. Dann nehme ich ihnen Zeit weg. Das macht Spaß, aber so ganz allein zu reden, naja. Gucken wir mal, ob ich die Viertelstunde voll bekomme. Genau, dann haben wir am Wochenende ja wieder eine Frage gehabt über eure, also die Sonntagsfrage, über eure Highlights oder euer persönliches Highlight aus der Gamescom oder von der Gamescom. Und da ist das Urteil erwartbar eindeutig zugunsten von Cyberpunk 2077 ausgefallen. Es wurde, wie ich übrigens prognostiziert habe, in irgendeinem Comment während der Gamescom, ich glaube, unter der Cyberpunk-Anspiel-News von mir. Es wurde ja dann kurz nach der Messe, wie prognostiziert, wurde ja dann auch diese Demo, die wir gesehen haben, quasi nochmal als Video veröffentlicht und kam erwartungsgemäß gut an. Und wie gesagt, das ist das Spiel, auf das sich 41% der Teilnehmer besonders freuen oder gefreut haben. Ist auf der Gamescom zu sehen. Naja, erst nach der Gamescom. Details interessieren nicht. Und dann zeigt sich einmal mehr, dass Deutschland Siedler und Annoland ist, denn Siedler und Anno nehmen die Plätze 2 und 3 ein mit 12 und 8% der Stimmen.
Und ja, dann teilt sich's ziemlich auf. Dann werden so ein paar übliche Verdächtige genannt. Shadow of the Tomb Raider, Spider-Man kommen jetzt beide in Kürze. Ach so, übrigens, apropos Vorschau, Shadow of the Tomb Raider werden wir natürlich nächste Woche testen. Und es wird da auch eine SDK geben, höchstwahrscheinlich mit dem Heinrich und mir. Da freue ich mich persönlich drauf. Ja, und worauf ich mich auch langsam wirklich sehr freue, ist die Japan-Reise, die heute in 2 Wochen ansteht bei mir. Und aus diesem Anlass auch nochmal ein Update. Wir sind ja bei 22.300 ungrad Euro jetzt schon. Und das ist natürlich ein Riesenerfolg. Allerdings bleibt davon, wenn man mal die ganzen Kosten abzieht und auch so Kleinigkeiten beachtet wie Umsatzsteuer raus, PayPal-Gebühr raus, verschwendete 500 Euro für Facebook- und YouTube-Werbung als Kosten einrechnet, die überhaupt gar nichts gebracht haben. Und auch berücksichtigt, dass bis auf im Prinzip das Honorar vom René, also dem Cutter, und der speziell jetzt für diese Reise dann nochmal angeschaffte Hardware, ein paar SD-Cards, solche Geschichten oder für einen René, eine Festplatte und so weiter. Wenn man bis auf die kann ich quasi nirgends Umsatzsteuer gegen Mehrwertsteuer rechnen, sondern ich muss wirklich quasi, weil Reisekosten im Ausland, also Drittland nennt man das, Flugkosten, Hotel, Agentur, Pipapo, Eintritte, Tickets, all das Zeug ist alles ohne Mehrwertsteuer quasi. Also ich kann da nichts gegenrechnen. Das heißt, darum muss ich im Prinzip die Umsatzsteuer fast ganz rausrechnen, wenn man das so will, oder den größten Teil. Und dann bleibt doch weniger übrig und die Kosten sind auch höher als geplant. Das hat vor allem damit zu tun, dass ich im Prinzip mit diesen 16 Videos mich übernommen habe, beziehungsweise hart an der Grenze dazu war. Keine Angst, die werden stattfinden. Das werden auch gute werden. Aber ihr seht ja, dass Stand heute noch 3 Videos keinen Namen haben. Also eins ist rausgefallen, die letzten 2 Mystery-Videos sind noch nicht benannt. Und ich bin seit Wochen dran, die zu füllen. Und da gibt es auch gute Pläne, aber ich wollte es nicht den Fehler machen, dann täglich das wieder neu zu ändern. Ich habe jetzt heute noch am Montag das, glaube ich, mittlerweile sechste, siebte Skype-Telefonat mit der Agentur. Dazu gibt es einen wirklich regen, mittlerweile viele Ordner füllenden Schriftverkehr. Aber letzten Endes ist es halt eine saukomplizierte Sache, von Deutschland aus mit einem, man sagt ja immer, Champagne Quality for a Beer Budget und solche Geschichten, also mit einem dann doch immer noch sehr bescheidenen Budget sowas zu organisieren. Es ist schon eigentlich eine Kunst. Die Kosten für die Agentur sind einfach deutlich höher jetzt als gedacht, weil wir immer wieder Sachen neu planen mussten, die nicht mehr geklappt haben und weil alles so hart getaktet ist. Ich bin da 10 Tage, aber da muss ja alles reinpassen, ankommen, insgesamt 5 Hotels, wo ich hinfinden muss, die Drehs, die TGS, allein ein halber Tag wird draufgehen, dann am Ende um die Mitbringsel für die Topspender zu kaufen. Und wenn da jetzt irgendwas wie die Salaryman-Folge, die geplante, dann doch wieder rausfällt, obwohl da auch schon viel Zeit reingeflossen war, dann ist auf einmal da wieder ein Loch im Kalender. Jetzt geht aber vielleicht das geplante Ersatzthema an dem Tag nicht, dann muss man wieder umschiften. Alles ist höchst komplex. Das habe ich mir alles so nicht vorgestellt. Aber wir schaffen's und das wird klasse. Und wenn ich sage, es bleibt jetzt gar nicht mal so viel über, dann heißt das trotzdem, dass da einige 1.000 Euro bei uns übrig bleiben werden. Aber also nichts im Bereich Richtung 10.000 Euro. Ich hoffe natürlich, dass die Spendensumme noch ein bisschen steigen wird in den letzten 2 Wochen jetzt. Ein bisschen enttäuschend finde ich, dass wir wirklich kaum Leute von außen haben, die das bemerkt haben. Und umso mehr ist das eine Riesenleistung unserer Community, so einen hohen Geldbetrag zusammenzubekommen. Also alle Achtung, ich glaube, das gibt's nicht zweimal sowas. Also dass so wenige so viel finanzieren. Und was ich mir aber auch gedacht habe, ich habe das auch mit dem René am Wochenende telefoniert und wir haben im Prinzip gesagt, wir müssen das zweitverwerten noch.
Und René ist da ein bisschen weniger bullisch als ich, was so Fernsehsender anbelangt, dass die uns das abkaufen oder einen Teil der Folgen abkaufen. Was daran liegt, also dass er weniger bullisch ist, dass er mehr Ahnung hat als ich. Er arbeitet ja als Cutter fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen. Und er meint, so CDF oder so kann ich mal abschminken, vielleicht ein Stadtkanal. Gucken wir mal. Also ich denke, ja, das ist jetzt zwar eine, wie ich finde, echt hohe Qualität, die Doku-Folgen haben, aber klar, dann wackelt doch mal die Kamera und das hätte ein richtiger Kameramann natürlich besser gemacht. Aber auf der anderen Seite, so wahnsinnig viel gibt's in der Richtung nicht. Also jetzt schauen wir mal, ob wir das nicht doch noch dann auch im zweiten Schritt noch besser monetarisieren können. Und wenn das nicht, dann fällt mir was anderes ein. Also ich finde es schade, wenn das auf Dauer nur ein paar hundert Leute sehen, was wir da machen. Und gleichzeitig ist, wie gesagt, nicht geplant, dass wir es einfach kostenlos auf YouTube stellen. Ach so, ja. Und ich habe auch noch mal vor, ein Skype-Event zu machen. Da gab es ein bisschen Nachfragen und warum nicht, zumal da immer die Hoffnung ist, dass noch mal ein bisschen was gespendet wird. Und den wollen wir nächste Woche machen, wahrscheinlich am Donnerstag. Aber sagt noch nicht die 10-Jahres-Hochzeitsfeier mit der Frau ab oder so deswegen, sondern gebt uns noch mal 1, 2 Tage, um Termin wirklich festzuzurren. Und dann werden wir den natürlich verkünden. Und dann gibt es den dritten Skype-Event. Da kann ich auch gerne noch mal ein bisschen was zu den Kosten sagen. Also das ist schon ganz erstaunlich, was da alles anfällt, wenn man mal wirklich ganz ehrlich rechnet. Gut, das ist eine Ding. Und das andere ist, ich hatte ja schon in der letzten Folge des Dark Souls Let's Plays angekündigt, dass ich durchaus offen wäre für eine Season 2, weil mir das einfach wahnsinnig Spaß gemacht hat und ich auch richtig gut gespielt habe, glaube ich, überwiegend und vor allem auch in der zweiten Hälfte der 35 Folgen. Und es gab auch Zuspruch von vielen der bisherigen Förderer. Einige haben auch gesagt, na, jetzt reicht's. Und ich habe mir das Folgendes überlegt, weil ich habe jetzt noch 2 Wochen, bevor es nach Japan geht. Die Planung wird demnächst abgeschlossen sein. So viel steht da nicht an, außer Tomb Raider. Ich würde es, glaube ich, schon noch schaffen, da eine weitere Staffel, diese und nächste, naja, diese, wir müssen erst mal gucken, ob es überhaupt gewollt ist, nächste Woche aufzunehmen oder zumindest so viele Folgen, dass es bis nach der Tokyo Game Show reicht. Und ich mache das einfach so. Ich stelle euch das zur Wahl. Wir machen heute oder morgen eine News entsprechend, setzen quasi das Crowdfunding fort. Selber Tarif wie vorher. Und wenn 1250 Euro zusammenkommen, gibt es 10 weitere Folgen. Und wenn mehr zusammenkommt, auch mehr. Und wenn nicht, dann nicht. Dann zahle ich euch das Geld auch zurück. Das ist ja die alte Garantie dabei. Und ja, wäre erfreut, wenn ich weiterspielen könnte. Ich bin ja gerade an einem der angeblich schwierigsten Bossfights. Bin ich ja gerade noch hingekommen und habe mich das erste Mal umbringen lassen. Ich habe den Namen der beiden Kollegen vergessen. Das eine ist der Henker, das andere der, was weiß ich. Ein Fettwanst mit Riesenkeule und ein sehr schneller, das ist glaube ich der Henker. Wie heißen sie? Bang und Olufsen oder so. Und ja, mal sehen, vielleicht. Ich kann aber nicht garantieren, dass ich in den 10 Folgen den Bosskampf dann schaffe. Aber wie gesagt, das würde ich jetzt gerne noch starten. Und wenn es nicht klappt, dann halt nicht. Gut, und dann kommen wir auch schon zu den User-Fragen. Um Gottes Willen, ich schaue gerade ganz entsetzt auf die Uhr. Nicht Aladan, das ist glaube ich Aladan, wenn er gerade mal nicht eingeloggt ist und sein Passwort vergessen hat oder so, fragt, was wir von Linux halten und neue Beta von Steam Play, bla bla bla. Und Windows-Spiele mit einem Klick und komplett ohne Frickelei unter Linux laufen zu lassen. Und dann kann ich nur sagen, ich habe keine Beziehung zu Linux und vielleicht am ehesten noch der Dennis, der wie gesagt gerade in Urlaub ist. Dann fragt Machinery Joe, habt ihr Anzeichen gesehen, also auf der Gamescom meint er sicherlich, dass in Zukunft künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um zum Beispiel virtuelle Personen zu schaffen, NPCs zu beleben, dynamische Antworten zu generieren oder gar soziale Welten zu simulieren, so wie es mal von Molyneux im Projekt Natal
mit oder Project Natal mit Milo für die Kinect angedeutet wurde. Und da habe ich keine Anzeichen bislang gesehen. Dann gibt es Fragen, die sich schon geklärt haben. Gar nicht so viel dieses Mal. Hansert fragt, wird es keinen Banner Saga 3 Test mehr geben? Die ehrliche Antwort ist, ach, ich weiß es nicht. Also, das Spiel hat mich nicht angemacht. Mich hat die Story nicht interessiert. Ich musste mich irgendwann zwingen, weiterzuspielen und dann krachte die Gamescom rein. Ich habe eigentlich genug Material für einen Videotest, hab's aber erst, ja, ich weiß es nicht, zu zwei Dritteln durchgespielt, zur Hälfte. Es zieht sich zäh wie klebriger. Ach, also die Begeisterung ist gering. Der Nutzen, jetzt einen Test zu machen, auch also in Sachen Klicks gleichzeitig habe ich natürlich, fühle ich die Verpflichtung, das zu bringen. Aber ganz ehrlich, ach, jetzt sind 4 Wochen vergangen, seit das Ding rausgekommen ist. Also wirklich ein bisschen ein unglückliches Ding. Aber vor allem hat mich es nicht genügend fasziniert. Und ja, vielleicht reicht das ja schon als Test. Ich werde sicherlich im nächsten Jörg-Spielemonat nochmal mehr drüber schreiben. Aber die Chancen, dass ich jetzt noch den Videotest mache, sind äußerst gering. Tut mir leid. Snagmar fragt, ob wir Madden NFL 19 für den PC testen werden. Nein, besteht es nicht. Wir haben da keinerlei fachkundigen Autoren oder feste Tester, also Angestellte. Fantastik-Nerd fragt, möchte Jörg nicht einmal sein Profilbild aktualisieren? Nein, nein, da, ich sehe fast noch genauso aus. Und dann hat Sokfor eine Userfrage zur Gamescom gestellt, die ihm dann aber von Euf und anderen schon beantwortet wurde. Aber ich kann nur noch mal, was euch als Antwort hier auf die Frage nach der Gamescom bringt, was da als Fachbesucher sich irgendwie da hinzuschleichen, kann ich nur bestätigen. Also ihr kommt dann zwar schon in den Fachbesuchermesseteil rein, aber ohne Termine kommt ihr da nicht auf die einzelnen Stände in aller Regel, weil die auch fest durchgetaktet sind. Da habe ich aber einen Pro-Tipp. Am letzten Tag, also am Donnerstag, da gibt es bei vielen dann doch auf einmal noch freie Termine und da gäbe es vielleicht schon die Chance, sich dann mal was anzugucken. Also, aber der Hauptvorteil ist sicherlich, dass ihr mit nur halbwegs vollen Hallen in die Endkundenhallen kommt und mehr Spiele spielen könnt dort. Dann bitte ich echt um Verzeihung. Ich habe gedacht, ich mache hier eine Viertelstunde und habe, ich glaube, das war wieder Japan, oder? Hab mich dann da festgeredet. Aber immerhin habt ihr so einen Momoka bekommen. Der Christoph Schneider ist es hoffentlich, bevor er zum Flughafen fährt. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Stellt viele schöne Fragen. Ein Twitch-Termin für den dritten Japan-Nachfrage-Event kommt in Kürze noch. Vielleicht mache ich den sogar dann nochmal für alle, in der Hoffnung, doch noch ein paar, das wäre, glaube ich, sinnvoll, neue Leute dazu zu bringen, 10 Euro zu zahlen. Dann gehe ich nachdenken. Und ja, beim Dark Souls Let's Play, ich weiß schon, da werden einige sagen, oh, dauernd willst du Geld haben. Aber ah, ich sage euch ehrlich, wir brauchen jeden Euro gerade. Die Anzeigen sind ein nicht vorhandenes Grauen. Und das andere ist, ich hätte wirklich Lust und lass es doch den freien Markt regeln. Also wenn nicht mal die 10 Folgen finanziert werden, mache ich es halt nicht. Und dann war das eben der Beweis, dass es quasi überreizt war, das Thema. Aber ich habe da eigentlich ein ganz gutes Gefühl und zeitlich kriege ich es hin. Insoweit mache ich das sehr viel lieber, weil Geld reinkommt und es mir Spaß macht, als ein Banner Saga-Test, den kein Mensch abruft, der mir keinen Spaß macht und der aber vielleicht trotzdem noch kommt. Mal gucken, wie es aussieht die nächsten Tage. Ich habe gar nicht mehr so viel um die Ohren. Ja, aber jetzt endgültig Tschüss, bis zur nächsten Woche. Bis dahin gehabt euch wohl. Tschüss. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.